Am liebsten mögt. Ja, auf jeden Fall mache ich heute ein Favoritenvideo. Ich dachte, das wird mal wieder in der Zeit. Aber es haben sich mehr so Lifestyle-Favoriten angesammelt, ein paar Pflegesachen. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar, womit fange ich an? Mit einer Creme, beziehungsweise mit einem Treatment. Und zwar von Kiehl's. Und das ist so ein, weiß nicht, mein kleiner Geheimtipp, so ein Wundermittel für mich, ohne diese Creme oder dieses Treatment könnte ich gar nicht mehr leben. Hier sind 30 Milliliter drin, das Ganze sieht so aus. Und das heißt Blemish Control Daily Skin Clearing Treatment. Und das ist einfach mal das perfekte Mittel gegen Pickel und ja, ich weiß nicht, ihr wisst ja, dass ich diese komische Phase hatte, in der ich mehr Pickel hatte hier und so. Und dann hatte ich mir auch mehrere Proben geholt und nichts hat irgendwie geholfen. Und seitdem ich dann diese Probe von denen hier hatte, war bumm. Und es war irgendwie weg. Also man hat zwar immer noch so ein bisschen was gesehen, aber es hat sich einfach so dermaßen verbessert, dass ich so dachte, vielleicht solltest du dir das mal holen. Kostet zwar 31 Euro und ich habe mich dann, habe lange überlegt, ob ich mir das jetzt holen soll, habe mich jetzt letztendlich doch dazu entschlossen und seitdem habe ich überhaupt keine Probleme mehr irgendwie mit meiner momentanen Hautroutine, bin ich wirklich, wirklich zufrieden und ich bin sehr froh, dass ich mir die mitgenommen habe. Ich weiß nicht, falls ihr auch Probleme habt mit eurer Haut, ist auch für Akne geeignet, dann könnt ihr euch ja mal bei Kiehl's oder in der Apotheke, ich weiß gar nicht, ob es auch eine Apotheke gibt, ich glaube bei Kiehl's dann eher direkt oder auf der Online-Seite oder so, eine Probe holen und dann mal gucken, ob das bei euch wirkt oder so. Und falls ihr auch so begeistert seid und das Geld trotzdem nicht ausgeben wollt, dann könnt ihr auch mal hinrennen und euch eine neue Probe holen. Dann müsst ihr das ganze Produkt nicht kaufen. Way! So, mein zweiter Favorit ist für mich was ganz Besonderes, weil ich einfach komplett verliebt bin. Und zwar bin ich jetzt auch Miyakosa-Expertin. Yay! Und ja, falls ihr Miyakosa noch nicht kennt, das ist eine Online-Seite, ein Online-Shop, wo ihr coole Produkte kaufen könnt und die YouTubern oder mir auch die Möglichkeit gibt, Produkte für euch zu testen, euch sie dann vorzustellen. Und sie haben auch wirklich coole Preise und coole Deals, die man da ab und zu mal hat. Oder so Happy Hauls für eine Woche, wo man dann das ganze Produkt für eine Woche lang ziemlich günstig bekommt. Und ja, es ist einfach super cool und ich bin froh, dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, euch coole Produkte vorzustellen. Und in diesem Monat ist es diese Kamera von Fujifilm und ich finde das Design so geil einfach mal. Das sieht so cool retro aus. Ja, und das ist die Instax Mini 8, das ist eine Sofortbildkamera. Das heißt, hier oben kommt das Bild dann raus und ja. Ich glaube, ich brauche gar nichts mehr dazu sagen. Ich bin verliebt. Ich erkläre euch mal kurz das Prinzip. Das Ganze funktioniert so, dass man hier hinten einfach den Film reinpackt. Und im Prinzip kann es dann auch schon losgehen. Also die Bedienung ist echt das Einfachste der Welt, glaube ich. Und ja, dann drückt man hier drauf. Dann kommt das ganze Objektiv raus. Hier kann man dann an der Seite noch die Einstellung einstellen. Und das Neue ist, die haben jetzt hier auch High-Key, das heißt, das ganze Bild erscheint so ein bisschen heller und das sieht auch manchmal ganz cool aus, das Hautbild wird dann auch ebenmäßiger. Und am schönsten werden die Bilder meiner Meinung nach bei hellem Licht, also bei Tageslicht, so Mittagszeit. Jetzt nicht unbedingt in der prallen Sonne, aber wenn das Licht schön hell und schön warm ist, dann werden die Bilder auch richtig schön farbenfroh und dann hat man so die perfekte Erinnerung, finde ich. Und ich finde das Ganze richtig cool, vor allem, weil ich ja auch Fotografieren total gerne mag, wisst ihr vielleicht auch nicht. Und ja, deswegen. Ich finde, das Ganze ist einfach so. Die Qualität ist natürlich jetzt nicht wie bei so einer Hightech-Kamera, aber genau das gefällt mir, weil das so diesen Oldschool-Touch hat, so diesen Vintage-Look und ja. Die Kamera gibt es auch noch in anderen coolen Farben, die ich euch einmal zeigen werde. Und zwar, oh mein Gott, ihr seht schon, einmal in so einem Zitronengelb. Oh Gott. Puh. Dann in einem Babyblau, auch ziemlich cool, finde ich. Man kann sich da irgendwie gar nicht entscheiden. Und dann in einem Cremeweiß. Habe ich eine schöne Farbbeschreibung? Ja, ich weiß.
Komm, weiß, weiß, haha, ha, Witz, Witz. Ich weiß nicht, seitdem man so Digitalkameras hat, ich weiß nicht, geht ihr dann noch, wenn irgendwie die Speicherkarte voll ist, geht ihr dann zum Photoshop und lasst den wickeln? Bei mir ist es immer so, man löscht erstmal die Hälfte der Bilder wieder und die andere Hälfte bleibt dann irgendwie da drauf oder man zieht sie auf dem PC, aber mehr macht man damit nicht. Und deswegen finde ich das so cool, dass man da halt so das Bild wieder so in der Hand hat, weil das irgendwie total verloren geht, finde ich. So, jetzt habe ich gerade irgendwie die ganze Zeit gelabert. Also, wenn ihr diese Kamera zum regulären Preis kaufen würdet, würde das Ganze knapp 100 Euro kosten. Und auf Miyakosa bekommt ihr die ganze Kamera jetzt plus 30 Bilder, was ziemlich cool ist, zu einem Preis von 83 Euro ungefähr. Und ja, alle Links, die ihr dazu braucht, findet ihr natürlich in der Infobox. Ich verlinke es euch da. Und ja, das wäre es zu der Kamera. Ich würde sagen, schaut es euch mal an, lest was im Internet dazu und ja, das war mein Pick für diesen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was mich auch freuen würde, wenn ihr mal auf Miyakosa auf der Seite guckt und schaut, welche Produkte euch gefallen würden, worüber ihr euch freuen würdet, wenn ich das mal für euch teste und euch dann vielleicht vorstelle. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ihr würdet mir einen wirklich, wirklich großen Gefallen tun, denn ich will auch das vorstellen, was euch gefällt. Ja, weil wir so eine Freundschaft haben und Freunden muss man entgegenkommen, you know. So, mein nächster Favorit ist auch wieder so ein bisschen Pflege-Beauty-mäßig, pflegemäßig. Und zwar ein Deo von La Roche-Posay. Deodorant Physiologique 24 Hours Anti, ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall hatte ich hier einmal das Maximum Protection und dann noch eins von Rexona, alles Antitranspirante und alle enthalten Aluminium. Und mir haben auch ganz viele geschrieben, dass das echt gefährlich werden kann. Ich hatte mich da auch ein bisschen informiert und ich bin da jetzt echt, also ich benutze überhaupt nicht mehr gerne. Wenn ich die mal benutze, dann habe ich echt danach so ein krass schlechtes Gewissen. Das ist echt schlimm, weil das ja brustkrebsfördernd ist. Und ich habe jetzt dieses hier, ich habe jetzt öfter schon was davon gehört, das hier, ich habe mir das hier jetzt gekauft. Und das hier hat ist ohne Aluminiumsalze, ohne Alkohol und ohne Parabene. Und ja, das ist halt einfach auch so ein Roll-On, der ziemlich frisch riecht, finde ich. Ich mag den Geruch echt gern, das ist nicht zu aufdringlich. Und das ist wirklich, wirklich gut. Also man riecht nicht, man schwitzt zwar ein bisschen, aber man riecht nicht. Und das ist mir eigentlich so das Wichtigste. Und ich bin echt froh. Ich glaube, das wird jetzt erstmal so mein Deo bleiben. Das werde ich mir jetzt erstmal die nächste Zeit kaufen, weil ich habe sonst noch gar keins gefunden, was bei mir irgendwie geholfen hat. Und das kann ich euch wirklich empfehlen, falls ihr auch ein Deo sucht ohne Aluminiumsalze und so. Ja, also das gefällt mir sehr gut. So, und dann habe ich noch einen Buchtipp für euch. Und ja, ich habe jetzt seit langem mal wieder gelesen. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal habe ich so richtig gelesen. Also ich habe in Tokio gelesen, habe ich ja, habe ich euch ja in meinem Follow Me Around erzählt, dass ich da dieses ein Jahr in Tokio das Buch gelesen hatte. Aber so einen richtigen Roman, also so eine richtige Geschichte, also das war auch eine Geschichte, aber so eine richtige Geschichte, schon vor langem nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, das war Shades of Grey oder so. Ja, kein Kommentar. Und ja, jetzt habe ich das Buch gelesen. Ich habe euch bei Twitter gefragt, ob ihr mir Bücher empfehlen könnt, weil wir hatten in der Schule, hatten wir in Deutsch über Lesen geredet. Ich weiß, es klingt erstmal ein bisschen langweilig, aber seitdem hatte mich plötzlich die Leselust so wie ein Schlag getroffen. Und ich bin dann erstmal zu Hugendubel gerannt und habe mir zwei Bücher gekauft. Einmal, das habe ich jetzt auch durchgelesen, eine wie Alaska, John Green. Also danke nochmal für eure Empfehlung, das haben wir wirklich sehr viel empfohlen. Und ja. Ich kann euch den Klappentext hier nochmal einblenden. Das ist wirklich ein super schönes Buch. War total spannend, auch total gefühlvoll und regt zum Nachdenken an. Und die Charaktere mag ich auch sehr gerne. Die sind sehr spannend und total unterschiedlich. Und ja, das gefällt mir total gut. Ich habe, glaube ich, auch mehrere Bücher von John Green. Und ja, ich mag ihn wirklich gerne. Und das Buch kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. So, dann noch ein kleiner schulischer Favorit von mir ist ein Terminkalender. Wupp, wupp. Und zwar ist der hier jetzt von Galeria Kaufhof. Ich glaube, den gibt es auch noch in Pink. Ist auch ziemlich cool. Und das Gute daran hier ist, ich habe den schon so ein bisschen verschönert. Das Gute daran ist, dass man für jeden Tag eine ganze Seite hat. Und ich hatte auch immer diese Schülerplan. Ich weiß nicht, ob ihr die auch von der Schule bekommen habt. Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Und die waren auch immer ziemlich cool, weil da stand auch immer drin, welches Sternzeichen zu wem passt. Also welches Sternzeichen zu welchem Sternzeichen passt. Und dann haben wir in der 7. immer so geguckt, oh, wer hat welches Sternzeichen zu wem passe ich, haha. Und ja, das war mal ziemlich cool, ziemlich spannend. Ich weiß nicht, ob ihr auch so dumm wart und immer so darauf abgefahren seid. Und ja, der gefällt mir ziemlich gut. Vorne sind natürlich auch so Stundenplan-Sachen und so. Und der ist halt schön und handlich und passt gut in die Tasche. Und für jeden Tag hat man eine Seite und ich liebe ihn. So, einige haben es vielleicht schon mitbekommen bei Instagram oder so. Und zwar habe ich ein neues Handy. Und hier bin ich mit Melina. Ich liebe dieses Bild so.
Ja, das ist mein momentanes Hintergrundbild. Und das ist auch ein Favorit, wollte ich nur sagen, weil das total praktisch ist. Und ich bin verliebt und ich bin auch so ein Opfer und bin jetzt voll handysüchtig und so. Mit einhergehen wollte ich euch jetzt meine Lieblingssongs vorstellen, die ich übrigens bei Instatube habe. Da könnt ihr eure Lieder so runterladen und dann auch das Video dazu anschauen. Und ich stelle euch jetzt einmal die Lieder vor, die ich gerne gehört habe. Und zwar habe ich generell von Majestic total gerne die Lieder gehört. Majestic hat einen YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht genau, ob das eine Band ist oder ob die selbst Musik produzieren oder ob. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Majestic. Ich verlinke euch den Kanal bei der Infobox. Die haben total schöne Lieder, finde ich. Aber sind sehr so chillig, finde ich. Also einfach zum Chillen, wenn du im Zimmer liegst und eine heiße Tasse Tee trinkst und dann einfach die Lieder hören. Mag ich total gerne. Dann habe ich sehr gerne gehört. Bin ich jetzt blöd? Baby Bash Sugar Sugar. Das ist total so groovig irgendwie. Dann habe ich gerne gehört, oh mein Gott, ich bin gerade so süchtig nach den Backstreet Boys. Ich habe neulich den Film Das ist das Ende geguckt. Falls ihr den auch geguckt habt, dann schreibt mir mal, wie ihr den fandet. Und da wurde zum Schluss Everybody von den Backstreet Boys gespielt und seitdem bin ich süchtig nach dem Lied. Das macht einfach so gute Laune, finde ich. Dann höre ich sehr gerne Major Lazer, Watch Out for This, aber eher so, wenn ich so abends irgendwo mit Freunden bin, weil das ist so ein cooles Partylied, finde ich, wozu man auch gute wovon man auch gute Laune bekommt. Dies, das, Ananas. Und ich glaube, bei 90% meiner Zuschauer läuft dieses Lied, was ich euch jetzt nenne, auch jeden Tag rauf und runter. Und zwar ist es One Direction Best Song Ever. Dieser Song macht einfach mega geile Laune. Man kann dazu mittanzen, mitsingen und der ist einfach genial, ich brauche dazu gar nichts mehr sagen. Und ja, das waren schon meine ganzen Favoriten. Ich hoffe, es war irgendwas dabei, was euch gefallen hat. Ach nee, gar nicht, stopp. Ich habe noch einen Food-Favoriten und zwar habe ich mir das Rezept selbst ausgedacht. Das schmeckt wie gesunde Pizza, finde ich. Und ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren und das Rezept zeige ich euch jetzt dafür. So, für die gesunden Mini-Pizzen braucht ihr eine Zucchini. Und ja, ich weiß, die ist mehr als fett. Die schneidet ihr in Scheiben. Ihr könnt das auch mit einer Aubergine machen. Und ich pinsel das Ganze dann noch ein bisschen mit Olivenöl ein. Und für die erste Variante gebe ich einfach etwas Frischkäse auf die Zucchini-Scheibe. Und dann noch ein paar Schinkenwürfel. Und die schmeckt richtig schön schmanzelig. Und insgesamt kann man noch gar nicht so viel davon essen. Also es sättigt schon ganz schön gut, obwohl da gar kein Weißmehl und gar kein Teig dabei ist. Und das gefällt mir so gut daran. Und dann habe ich da noch ein bisschen Feta drauf gegeben. Auf die zweite Version habe ich Feta und Avocado drauf gegeben. Ich muss sagen, das war jetzt nicht so ganz mein Favorit, aber es hat auch okay geschmeckt. Ihr müsst einfach schauen, was euch am besten schmeckt. Und ihr merkt vielleicht, ich rede total schnell, weil das geht hier alles so flott. Beim dritten habe ich einfach Tomatensauce auf die eine Hälfte Schinkenwürfel und dann noch etwas Mozzarella drauf gegeben. Und das ist meine allerliebste Version, weil ich finde, das schmeckt irgendwie wie Pizza, wie heißt das hier, Margarita, halt wenn es ohne Schinkenwürfel ist. Und das Ganze könnt ihr dann noch ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Und das habe ich dann in den Backofen getan bei 160 Grad Ober- und Unterhitze. Und wie lange kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe einfach geguckt, wann der Käse ja, schön braun aussieht. Und dann habe ich das rausgeholt und sieht das nicht lecker aus. Und ich sage euch, es schmeckt mega, mega gut. So, und jetzt bin ich wirklich fertig mit meinem Favoriten. Ich habe das Gefühl, das Video ist sehr lang geworden. Ja, das war's. Ich hoffe, es war irgendwas für euch dabei. Ihr könnt auch gerne auf meiner Facebook-Seite, auf meiner Twitter-Seite und auf meiner Instagram-Seite und auf meiner Kiek-Seite vorbeischauen und mich dort ein bisschen stalken. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Schaut nochmal bei Mia Kosa, welche Produkte euch interessieren. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen im Video gestellt habt, dann beantwortet die bitte auch. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch eine coole Zeit. Und ja, tschüssi. Ich sehe gerade irgendwie fett aus. Ich bin nicht fett. Ja, du bist fett.